TV. Herzlich willkommen zu Joe Painter TV. Ich bin Johannes Queller und heute die Frage nach Fat Grips. Die Frage kam jetzt vermehrt, was ich von Fat Grips halte und ob die sinnvoll sind. Also grundsätzlich generell, was sind denn die Fat Grips? Fat Grips sind solche Applications, so eine Sachen, die man halt an einen Griff ran machen kann. Ja, hier komme ich jetzt mit meinen Fingern geschlossen um diesen ganzen Griff rum. Ja, und kann die Kurzhantel entsprechend gut festhalten. Jetzt habe ich hier so eine Erweiterung, die ich drauf machen kann. Und jetzt komme ich mit meinen Fingern nicht mehr ganz rum. Das heißt, ich muss breiter greifen und das bedeutet, dass ich halt wesentlich mehr Kraft aufwenden muss, um dieses Gewicht zu halten und zu stabilisieren zu halten. Das heißt, das ist das, was es ist. Ein Fat Grip macht den Griff fett. Ja, ganz einfach. Und damit kann man eben entsprechend die Griffkraft auch verbessern. Ich habe schon mal ein Video über Griffkraft gemacht, das verlinken wir noch gleich mit hier rein. Und das sind auch Sachen, die dazu beitragen, die Griffkraft zu verbessern. Es gibt zwei Arten von Griffkraft. Einmal die Griffkraft, die ich brauche, um etwas zu schließen. Und einmal die statische Griffkraft, die ich einfach nur brauche, um zu halten. Und die kann man eben zum Beispiel mit Fat Grips trainieren, indem man eben hier sich festhält und dann zum Beispiel Farmer's Walk macht mit mit entsprechenden Fat Grips. Was ihr auch machen könnt, mit Fat Grips Klimmzüge, also sprich das Ding einfach um die Klimmzugstange rumlegen und dann damit Klimmzug machen. Das heißt, da werdet ihr wahrscheinlich, wenn jemand so 20 Klimmzüge hinbekommt, der wird vielleicht mit den Fat Grips noch 5 bis 8 hinbekommen. Ja, einfach weil einfach die Unterarme so anders greifen müssen und dadurch schneller ermüden. Wer keine Fat Grips zur Hand hat, der kann sich auch einfach hier Scheiben nehmen und die, egal wie dünn oder dick die sind, einfach in so einem Pinch Grip halten. Das heißt, dass ihr versucht, nur gerade mit den Fingern und dem Daumen hier so festzuhalten und dann so mit den Plates lauft und entsprechend Farmer's Walk oder Farmer's Carry damit macht. Ja, das waren die Fat Grips. Vielseitig einsetzbar. Ihr könnt die eben, wie gesagt, überall rummachen, um Langhanteln, Kurzhanteln. Kettlebells eher nicht so, aber dafür für Rackstangen und für Klimmzüge und für alles Mögliche. Ziemlich cooles Tool, wird leider viel zu wenig verwendet, um auch die Griffkraft zu verbessern. Und ja, das waren die Fat Grips. Checkt noch die anderen Videos und abonniert den Kanal. Bis bald. Cheers.